Just hear those sleigh bells jingling, ring, ding, tingling too. Zweiter Tag des STG Adventskalenders. Für uns geht es heute nach dem ersten Tag in der Bundesliga mit Borussia Dortmund. Den findet ihr auch nochmal oben rechts in der Infocard verlinkt. In die Premier League nach England und da nehmen wir den FC Arsenal. Die Gunners sind zwar bekannt als eines der prestigeträchtigsten Teams in England, in der Premier League unter anderem natürlich auch vor allem bekannt für die Invincible-Saison im Jahre 2004, jedoch ist es wirklich zusammen mit Tottenham das einzige Top-Team in der Premier League, welches noch nie in seiner Vergangenheit den Henkelpott gewinnen konnte. Das nächste, wo man dran war, war im Jahre 2006, da stand man zwar im CL-Finale, hat dieses jedoch gegen Barcelona verloren und genau das wollen wir heute ändern. Bevor das Abenteuer beginnt, vergesst ihr wie mal da draußen natürlich nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde mich mega freuen, wenn wir 3000 Likes auf die heutige Sprint to Glory mindestens packen würden. Wäre mega nice von euch da draußen. Ansonsten abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und damit würde ich sagen, legen wir los, Sprint to Glory mit den Gunners, mit dem FC Arsenal. Zuallererst mal die Mannschaft zum Start der Karriere und das ist die folgende. Ja, Arsenal hatte definitiv bessere Tage. Trotz alledem ist das, würde ich mal sagen, ein ganz ordentlicher Kader, wo wir aber trotz alledem einiges an Arbeit brauchen werden, um den wieder zu einem richtigen Top-Kader zu machen. Wir haben zwar einige Top-Spieler dabei, wie Aubameyang, Lacazette und ja, das sind auch so gut wie die einzigen Top-Namen, die wir hier in diesem Kader haben. Deswegen würde ich mal sagen, kümmern wir uns mal erst darum, wen wir aus diesem Kader loswerden wollen. Und das sind die folgenden Kandidaten. Wir haben unter anderem dabei Sokratis, Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang mit 30 Jahren, wohl ein bisschen zu alt, deswegen werden wir den guten Mann verkaufen. Genauso wie Skodra Mustafi, Henrik Mkhitaryan, alles Namen, die ihre besten Zeiten schon ein bisschen länger hinter sich haben. Auch Granit Xhaka landet auf der Transferliste, genauso wie Hector Bellerin, Callum Chambers, Sead Kolasinac und den Rest der Transferliste könnt ihr ja selber sehen. Wir müssen hier so schnell wie möglich Erfolg haben, eine gute Mannschaft aufbauen, deswegen müssen wir den Kader auch so gut es geht irgendwie aussortieren. Und da haben wir jetzt auch direkt den allerersten Verkauf, denn PSG ist bereit, 23,9 Millionen für Henrik Mkhitaryan zu bezahlen. Auch Granit Xhaka verlässt den Verein und geht für 28 Millionen Euro Richtung Leicester City. Der Ausverkauf geht immer weiter, Nummer 3, nämlich Callum Chambers, der für 10,5 Millionen Euro zu RSC Anderlecht geht. Keine ganze Minute später und der nächste Name ist verkauft an die Spurs, für knappe 25 Millionen Euro geht Sokratis hin. Für Mesut Abi ist tatsächlich der FC Chelsea noch bereit, 40 Millionen Euro zu bezahlen. In echt wird er mit irgendwelchen Transfers in die Türkei in Verbindung gebracht. Und hier geht es eben zum FC Chelsea. Auch Rob Holdings Tage hier bei den Gunners sind gezählt. Der gute Mann geht für knappe 15 Millionen Euro in die Bundesliga zu Bayer 04 Leverkusen. Und jetzt wird es auch mal an der Zeit, selber Transfers zu tätigen. Unser neuer Thierry Henry, es passt ja ganz gut. Er war bei Monaco, ist ein Megatalent eigentlich. Mittlerweile vielleicht nicht mehr das absolute Megatalent. Aber trotz alledem würde ich mal sagen, hat der gute Kollege noch einiges drauf. Wir holen für knappe 50 Millionen Euro Anthony Martial von Manchester United. Und die Spurs schlagen gleich zweimal in unserer Defensive zu, denn auch Sead Kolasinac geht für 20 Millionen Euro zu den Spurs. Und jetzt der erste richtig dicke Verkauf, denn die Bayern sind bereit, 87 Millionen Euro für Alexandre Lacazette zu bezahlen. Und von dem Geld wollen wir die Mannschaft weiterhin verbessern. Als nächstes kommt ein absolutes Monster für die Innenverteidigung. Mag zwar schon ein bisschen älter sein, trotz alledem für 35 Millionen Euro ein Sergio Ramos in der Innenverteidigung zu haben, ist glaube ich nicht so schlecht. Daneben holen wir ebenfalls einen weiteren Flügelspieler aus Frankreich, also erst Franzose, kommt aber eigentlich vom FC Bayern München für knappe 57 Millionen Euro kommt Kingsley Coman. Daneben kommt ebenfalls für knappe 40 Millionen Euro vom FC Liverpool Gini Wijnaldum. Und zu guter Letzt jetzt erstmal der Transfer von Federico Chiesa, den wir für knappe 27 Millionen Euro vom AC Florenz holen. Eines der größten italienischen Offensivtalente, jetzt also beim FC Arsenal. Chiesa ist aber nicht der letzte Transfer, denn dieser gute Mann hier wird unser letzter Transfer. Für 103 Millionen Euro holen wir uns Aymeric Laporte von Manchester City. Genau das sind die Spieler, die der FC Arsenal braucht. Jetzt schon Weltklasse mit einer 87er Gesamtstärke, aber dazu auch noch einiges am Potenzial mit gerade mal 25 Jahren. Das heißt also, unsere Mannschaft sieht nach dieser ersten Transferphase folgendermaßen aus. Aubameyang leider Gottes verletzt, deswegen konnte sich der gute Mann nicht verkaufen. Aber trotz alledem würde ich mal sagen, einiges am Potenzial in die Mannschaft reingebracht mit Namen wie Coman, Martial, Chiesa, Wijnaldum mit einer 84er Gesamtstärke, auch mehr als nur ordentlich, Laporte mit
mit einer 87 in der Dreierkette mit einem Sergio Ramos. Also, ich würde mal sagen, wir haben die Mannschaft definitiv verbessert und damit sollte es doch möglich sein, in dieser ersten Saison, wo wir natürlich noch in der Euroleague spielen, hoffentlich wenigstens die Champions League zu erreichen. An Transferbudget haben wir auch noch ein bisschen, nämlich 11,1 Millionen Euro. Ob man damit jetzt in der Wintertransferphase irgendwelche Bäume ausreißen wird, das glaube ich eher weniger, aber jetzt würde ich mal sagen, springen wir rein in den Kalender und sehen uns dann gleich in der Wintertransferphase im Januar 2020 wieder. So Leute, angekommen im Januar 2020 bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die Wettbewerbe aussehen werden. Als erstes der Blick auf die Premier League und da sind wir momentan Fünfter, wobei es auch gar nicht mal so schlecht aussieht. 49 Punkte haben wir, das sind 3 weniger als eben die beiden Namen vor uns, beziehungsweise auch nur 4 weniger als Manchester City, die auf Platz 2 liegen. Also so schlecht ist es nicht, vielleicht läuft die Rückrunde ja ein bisschen besser und wir können uns trotzdem für die Champions League qualifizieren. Im Carabao Cup sind wir leider Gottes im Viertelfinale gegen Manchester City ausgeschieden. Damit 2:1, aber ich würde mal sagen, das klingt schon mal ganz gut für die Zukunft. Und zu guter Letzt die Euroleague. Da geht es für uns ran in der Runde der letzten 32 gegen den KRC Genk. Das bedeutet, denke ich mal, dass wir, so sieht es aus, problemlos durch unsere Gruppe gekommen sind gegen Frankfurt, Lüttich und ich will die Dritter geworden sind, nicht aussprechen. Ja. In der Wintertransferphase selber verkaufen wir noch einen weiteren Spieler mit Maitland Knights für 13 Millionen Euro an Lyon. Mannschaft sieht zur Saisonhälfte folgendermaßen aus. Unter anderem die ein oder andere Entwicklung zu sehen. Laporte mit einer 88, Ramos leider auch mit einer 88 ist gesunken, Coman mit einer 85, Martial mit einer 84 und den Rest könnt ihr ja selber sehen. 25 Millionen Euro Transferbudget hätten wir jetzt zwar noch zur Verfügung, die könnte man natürlich auch sinnlos auf den Kopf hauen, aber ich denke mal, das werden wir nicht machen. Wir nehmen das Geld vielleicht lieber in die nächste Saison mit und ich würde mal sagen, wir beenden jetzt die erste Saison und sehen uns im Juni 2020 wieder. Beziehungsweise sehen wir uns sogar schon im Mai 2020 wieder, denn ihr seht es schon, da ist ein Finale, das Euroleague-Finale gegen den Verein vom ersten Tag, gegen den BVB, gegen Borussia Dortmund. Zuallererst einmal der Blick auf die Premier League und da sind wir tatsächlich in der ersten Saison Dritter geworden. Sogar relativ knapp, muss man sagen, an der Meisterschaft gescheitert, nur 5 Punkte haben uns gefehlt. Aber das heißt, wir sind auf alle Fälle für die Champions League qualifiziert. Im FA Cup sind wir, och, in Runde 5 wieder gegen Manchester City ausgeschieden. Die haben es aber auch irgendwie mit uns. Und im Euroleague-Finale heißt unser Gegner also Borussia Dortmund. Im Halbfinale haben wir uns zuvor gegen Ajax Amsterdam durch die Auswärtstorregel durchgesetzt. Also, das war wahrscheinlich schon ein bisschen knapp. Im Viertelfinale hieß unser Gegner Sevilla. Da haben wir uns doch, muss man sagen, relativ souverän mit einem 4:2 durchgesetzt. Also das war dann noch ein bisschen problemloser. Wobei ich eigentlich finde, Sevilla und Ajax nehmen sich nicht so viel. Im Achtelfinale ginge Besiktas komplett baden mit einem 7:0. Und in der Runde der letzten 32 ging auch Genk baden mit einem 6:0. Mannschaft sieht zum Ende der ersten Saison folgendermaßen aus. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Euroleague-Finale gegen den BVB. Und es geht 2:1 für uns aus. Der erste Titel dieser Sprint to Glory ist geholt. Arsenal gewinnt die Euroleague. Das war doch, würde ich sagen, ein ganz persönlicher Abschluss für diese erste Saison. Champions League Qualifikation und die Euroleague gewonnen. Das heißt in dem Sinne irgendwo doppelqualifiziert. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt los mit Saison Nummer 2. In der sieht unsere Startelf folgendermaßen aus. Und folgende Kandidaten wandern von diesem Kader auf die Transferliste. Unter anderem auch einige Namen, die wir aus der ersten Saison geholt haben. Aber natürlich auch Namen, die noch von der ersten Saison auf der Transferliste geblieben sind. Aber auch Leute, die neu dazugekommen sind. Wie beispielsweise Lucas Torreira, Kieran Tierney, Reece Nelson beispielsweise auch auf der Transferliste. Federico Chiesa, daneben auch William Saliba. Zwar ein Megatalent, aber das bringt uns hier in so einer Sprint to Glory nicht wirklich viel. Und zu guter Letzt noch Martelli und Gwen. Dazu haben wir ein Transferbudget von 170 Millionen Euro zur Verfügung und damit gilt es jetzt in der zweiten Saison so viel Schaden wie möglich anzurichten. Der erste Verkauf der zweiten Saison, Leicester City bezahlt 15 Millionen Euro für Reece Nelson. Auch Martinelli, der in echt eigentlich momentan sehr, sehr gut für Arsenal performt, geht für 15 Millionen Euro zum Club Brügge. Und da haben wir jetzt auch den ersten richtig dicken Verkauf der zweiten Saison, denn Inter bezahlt 70 Millionen Euro für Lucas Torreira. Währenddessen geht Guendouzi für 26,5 Millionen Euro zu AS Saint-Étienne.
So schnell wie Kea Sarawa verlässt er auch wieder den Verein. Für 35 Millionen Euro geht es zum BVB. Und wäre diese Verletzung nicht gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich auch Aubameyang für deutlich mehr Geld in der ersten Saison verkaufen können. Jetzt geht es für 61 Millionen Euro als 31-Jähriger zu RB Leipzig. Also, das passt ja mal gar nicht vom Spielerprofil. So schnell wie Saliba wieder zurückkam, so schnell geht er auch wieder weg. Es geht für 24 Millionen Euro zu Leicester City. Der nächste Verkauf, Gini Wijnaldum verlässt den Verein ebenfalls nach einer Saison wieder und geht für 43 Millionen Euro zu Simeone zu Atletico. Und jetzt wird es Zeit, selber einzukaufen. Unser erster Transfer kommt aus den Niederlanden von PSV Eindhoven. Da holen wir nämlich Steven Bergwijn für 44 Millionen Euro hier zu den Gunners. Transfer Nummer 2, ein weiterer Name kennen wir bereits aus unserer Manchester United-Karriere, war da, muss ich sagen, nicht so beliebt, vor allen Dingen dafür, dass er den Verein verlassen wollte. Marcus Rashford kommt für knappe 70 Millionen Euro ebenfalls hier zum FC Arsenal. Atletico holt einen ZM von uns und wir holen einen ZM von Atletico Madrid. Saul Niguez kommt ebenfalls. Sein neuer Partner wird Tanguy Ndombele. Den holen wir von den Tottenham Hotspurs. Für eine Ablösesumme von knappen 52 Millionen Euro kommt das französische Megatalent fürs zentrale Mittelfeld hier zum FC Arsenal. Vielleicht der nächste Patrick Vieira, das werden wir ja sehen. Und jetzt also der absolute Königstransfer. Ein guter Angriff mag dir zwar Spiele gewinnen, aber eine gute Defensive gewinnt dir Titel. Deswegen holen wir Virgil van Dijk mit einer 91er Gesamtstärke vom FC Liverpool. Daneben holen wir ebenfalls Mason Mount vom FC Chelsea. Und damit sieht die Mannschaft zum Ende dieser Transferphase folgendermaßen aus. Der Angriff sieht mal wieder ein bisschen anders aus mit Bergwijn auf dem rechten Flügel, ein komplett neues zentrales Mittelfeld und die Dreierkette mit Van Dijk, Laporte und Ramos einfach nur richtig stark. Ach ja, und den Typen da haben wir ebenfalls geholt, aber ja, ist nur ein Backup. Muss man jetzt nicht großartig erwähnen. Wir haben das Transferbudget definitiv ausgeschöpft und haben nicht mal 5 Millionen Euro zur Verfügung. Und damit geht es jetzt ein weiteres Mal rein in den Kalender, in die Simulation zur Saisonhälfte zum Januar 2021. Okay Leute, angekommen im Januar 2021 blicken wir mal wieder erstmal auf die Wettbewerbe. In der Premier League sind wir momentan Dritter, punktgleich mit dem Zweiten. Okay, 7 Punkte hinterm Ersten, aber gut. So viel soll man auch nicht erwarten. Im Carabao Cup stehen wir im Halbfinale. Da geht es ran gegen den FC Liverpool. Und im Viertelfinale zuvor haben wir uns mit 4:0 gegen Newcastle United durchgesetzt. In Runde 4 mit 5:1 gegen Birmingham City. Und in Runde 3, wo es auch, glaube ich, für uns als Premier League Verein beginnt, mit 2:0 gegen die Wolves. Zu guter Letzt jetzt noch der Blick auf die Champions League. Und da geht es für uns im Achtelfinale wieder einmal gegen den BVB ran. Wir sind leider nur Gruppenzweiter geworden. Punktgleich mit PSG. Das ist zwar ein bisschen Pech, aber der BVB ist definitiv schlagbar. Leute, ihr kennt das Budget. Mit knappe 5 Millionen Euro wirst du hier nichts mehr in der Wintertransferphase verpflichten können. Verkaufen können wir auch nichts Großartiges mehr. Deswegen würde ich sagen, auf in den Kalender, in die Simulation und dann sehen wir uns zum Ende der zweiten Saison wieder. Leute, wir spielen mal wieder ein kleines Spielchen. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist das Champions League Finale zum Ende der zweiten Saison. Oh mein Gott, Mai 2021 und es musste so kommen, das letzte Champions League Finale haben die Gunners gegen den FC Barcelona verloren und auch in dieser Sprint to Glory heißt der Finalgegner in der CL Barcelona. In der Liga selber sind wir am Ende der Saison Zweiter geworden, haben uns also um einen Platz gesteigert. Liverpool wird am Ende sehr dominant Meister, wir sind ganze 12 Punkte dahinter, aber trotz alledem würde ich mal sagen, haben wir definitiv das Niveau des FC Arsenal jetzt angehoben, in zwei Saisons sich immerhin zweimal für die Champions League zu qualifizieren. Ich weiß nicht mal, wann Arsenal sich das letzte Mal überhaupt für die Champions League qualifiziert hat. So schlimm ist es mittlerweile. Als nächstes dann also der FA Cup und da steht City im Finale. Wir sind leider Gottes irgendwo ausgeschieden in Runde 4. Oh, wieder gegen Manchester City, Alter. Kann das... Warum? Was haben wir denn getan, dass die uns immer rausschmeißen müssen? Es reicht doch langsam. Es ist doch genug. Es reicht. Schluss. Zu guter Letzt also noch der Blick auf die Champions League. Da geht es also im Finale ran gegen den FC Barcelona. Die haben im Halbfinale 8:1 gegen Tottenham gewonnen, während wir uns mit 3:2 gegen die Bayern durchgelagt haben. Also, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen sehr Angst, aber gut, wir bleiben standhaft. Wir
zeigen keine Schwäche. Im Viertelfinale haben wir mit 5:3 gegen den FC Liverpool gewonnen. Das ist, da muss ich sagen, wiederum ein bisschen sehr eindrucksvoll. Vor allen Dingen dafür, dass die Meister geworden sind und uns ja ein bisschen verprügelt haben im Carabao Cup. Und zu guter Letzt das Achtelfinale. Da ging es mit 4:2 für uns aus gegen den BVB. Das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Leider Gottes hat sich Virgil van Dijk verletzt. Das bedeutet, da muss einfach mal ein Shkodran Mustafi in der Innenverteidigung ran. Aber trotz alledem, von den Entwicklungen sehr, sehr eindrucksvoll. Vor allen Dingen Laporte mit einer 91, die beiden Zentralmittelfeldspieler mit einer 87, Coman mit einer 88, Martial mit einer 87, auch Rashford mit einer 88er Gesamtstärke. Rest der Mannschaft könnt ihr ja selber sehen. Und damit würde ich sagen, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Und jetzt wird es also definitiv Zeit für Payback. Champions League Finale am zweiten Tag des STG Adventskalenders. Wieder einmal Barca, wieder einmal gegen den FC Arsenal. Und damit würde ich sagen, legen wir los und sehen uns gleich wieder. Die Bayern hatten das Finale daheim. Wir als FC Arsenal haben das Finale at home. Denn das Ganze findet hier im Wembley Stadium statt, welches bekanntermaßen in London liegt. Und da wollen wir natürlich die Champions League gewinnen. Umso mehr wollen wir diesen Henkelpott heute gewinnen gegen den FC Barcelona, gegen den Verein, der die El Gunners damals im Jahre 2006 daran gestoppt hat, zum ersten Mal die Champions League zu gewinnen. Und das soll heute definitiv anders laufen. Wir blicken auf die Startelf von Barcelona und da sehen wir auch den ein oder anderen Neuzugang, wie beispielsweise Trent Alexander-Arnold oder auch Alane im Mittelfeld. Dazu beispielsweise auch ein Miralem Pjanic auf der Bank. Also das ist schon wirklich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Der Angriff mit Dembélé, Griezmann und Messi einfach nur zu wild. Das hier ist unsere Formation, kennt man ja bereits. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Der Respekt vor dieser Barca-Mannschaft ist immens groß, aber Respekt sollte definitiv nicht zu Furcht werden. Wir sollten mal hier aufpassen. Griezmann, Alan. Griezmann, der hat ein bisschen zu viel Platz, wird nicht richtig gestört. Griezmann, könnte das gefährlich werden? Der Pass abgefangen und das Messi! Nein, 28. Minute und da steht es 1:0 für Barcelona. Der Albtraum von 2006 scheint sich zu wiederholen. Barca geht in Führung. Messi nach einem Fehler von Laporte erklärt den Ball nicht richtig in die Füße von Messi. Und ja, das ist halt Messi. Den lässt er sich nicht nehmen. Wir müssen irgendwie versuchen, dagegen zu halten. Jetzt Saul, Ndombele, Martial. Ja, das sieht schön aus. Rashford, Martial läuft mit. Anthony, Martial, mach ihn, Junge, mach ihn. Und er macht ihn. 49. Minute, Anthony Martial. Arsenal ist back in the game. Die beiden Manchester United-Transfers, Rashford und Martial, mit dem Abschluss letztendlich. Wunderbarer Doppelpass, Martial mit dem Schuss aufs Tor und der geht tatsächlich rein. Wir haben Ter Stegen bezwungen und das im ersten Torschuss. Ich bin begeistert und einfach nur glücklich. Ter Stegen ist bezwingbar. Es kann nur besser werden. Und das kann jetzt eigentlich nur besser werden. Rashford mit dem Auge für Steven Bergwijn. Der kommt vor Umtiti an den Ball. Steven Bergwijn hat ein unfassbares Tempo. Abschluss und Tor! Spiel gedreht von 1:0 auf 2:1. Der FC Arsenal führt in Wembley. Steven Bergwijn, der Mann auf dem rechten Flügel mit dem 2:1. Wieder einmal ist es Marcus Rashford mit der Vorarbeit und Steven Bergwijn mit was für einem unfassbaren Tempo. Und die Chance lässt er sich zum Glück nicht nehmen. Ter Stegen wieder ohne Chance von seiner Hintermannschaft in Stich gelassen. Und wir führen mit 2:1. So langsam kriege ich das Gefühl, dass wir dieses Champions League Finale tatsächlich gewinnen können. Saul jetzt mit dem Ball auf Rashford, zurück auf Saul. Da oben ist noch viel Platz für Nicolas Pepe. Und da ist das 3:1. Was geht denn hier auf einmal ab? Barcelona zerfällt komplett. Erst ist es Martial, dann ist es Bergwijn und jetzt Nicolas Pepe, der 80 Millionen Mann von Lille gekommen in dieser Sommertransferphase. Und er vollendet diesen unfassbar schönen Angriff mit dem Abschluss. Umtiti kommt nicht ran, Ter Stegen wieder ohne Chance. Und damit sieht es sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Rashford, Ndombele, traumhaft, traumhaft, wie er das macht. Und jetzt dabei zurück auf Rashford und er macht auch sein Tor. Zwei Vorlagen gegeben, jetzt also der Treffer, Marcus
Rashford. Aber ganz kurz, wir müssen mal ganz kurz loben. Was war das bitte für eine Vorarbeit von Tanguy Ndombele? Einfach nur unfassbar, wie er den Spieler da stehen lassen hat. Dann der Pass auf Rashford und dann das Tor. Also besser kannst du das nicht machen. Oh, jetzt meldet sich Barca doch mal wieder zurück. 77. Minute, Antoine Griezmann mit dem Tor. Aber das soll uns eher weniger stellen. Also ich weiß nicht, was Barca da für eine Phase hatte, aber das war ja echt wirklich richtig schlimm. Die haben innerhalb von kürzester Zeit 4 Gegentreffer geschluckt und ja, damit ist dieses Ding, das Champions-League-Finale, eigentlich so gut wie gewonnen. Also da muss jetzt schon einiges passieren, dass wir wirklich 2 Gegentore, beziehungsweise eben mehr als 2 Gegentore, nicht mal 10 Minuten mehr bekommen. Okay, ich habe nichts gesagt, aber es ist zum Glück die Nachspielzeit. Die erste Minute von 2 und ich denke mal, das ist zu verkraften, dass Arthur hier das nächste Tor für Barca schießt, denn gleich sollte das Ganze hier abgepfiffen sein, um genau zu sein, jetzt! Der FC Arsenal rächt sich also für 2006 am FC Barcelona und wir gewinnen hier am zweiten Tag des SDG Adventskalenders in FIFA 20 mit den Gunners die Champions League. Ich hoffe mal, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung. 3000 Likes wären extrem nice von euch. Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Morgen um 15 Uhr gibt es den dritten Tag des Adventskalenders. Checkt das auf jeden Fall ab. Und damit würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin, haut da rein und ciao.